Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ja, wir befinden uns hier in der Attika-Traverse und ja, sind hier auf Rachni getroffen bei der Suche nach einem Kroganer-Kundschafter-Team. Und ja, da werden wir hier mal weiter machen. Das hat bestimmt wehgetan. Ich glaube, das war da rein, ne? Ja. Oder war das da hinten? Das ist noch nicht aktiv. Ja, nur zu spät. Volle Möhre, volle Möhre. Unten bleiben, sie darf sie nicht anvisieren. Okay, James. Ganz in der Nähe sein, Shepard. Harte Kämpfe. Zähe Mistkerle. Verluste? Alles in Ordnung. Zornige Kroganer kämpfen besser. Schrotflintenreserve. Okay. Das ist das drittletzte Upgrade, was wir hier finden. Oh, haben wir gar keinen Flammenwerfer? Halt. Müssen wir hier ein bisschen careful. Den? Schon sagen. So, so ein Höhlensystem hat schon was Faszinierendes. Die Waffe. Macht doch Flächenschaden, wie es scheint. Ach, geiles Teil. Geiles Teil. Noch mehr von den kleinen Mistkerlen. Jo, whatever. Und Granaten, sehr schön. Rachni leben auf toxischen Planeten. Ja. Es ist seltsam, sie in einer atembaren Atmosphäre zu finden. Sie sehen nicht aus wie normale Rachni. Die Reaper müssen sie verändert haben. Ja, ich muss nur kurz was nachgucken für das vorletzte Upgrade. Das müsste nach dem Sprung hier kommen. Da hinten. Er trifft überhaupt nichts mit dem Teil. Facehugger. Geil. Nee, nicht Facehugger, das erinnert mich an Half-Life. An die Facehugger. Also nicht an die Alien-Facehugger, sondern an die Half-Life-Facehugger. Die züchten hier unten eine ganze Armee von diesen Dingern. Es passt alles. Sie vermehren sich rasend schnell. Und hier draußen merkt man es erst, wenn es zu spät ist. Sehe ich auch so. Und sie hetzen alles, was sie haben, auf uns, damit wir das Nest nicht erreichen. Was ein Quatsch. Warte. Sekunde. Nach dem Jump. Weiter hoch den Weg. Okay. Oh.
verfehlt. Und nicht zu wenig verfehlt. Hallo? Okay. So. Jetzt sind wir wieder gesprungen. Kann doch nicht sein. Zurück. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Das werden wir wahrscheinlich übersehen. Kommen wir nicht mal hoch. Scheiße. Naja, Wayne. Müssen wir das halt kaufen. Worauf ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock habe. Shit. Shit. Oh. Well. Okay, dann helfen wir mal den anderen da. Ja, ja, ja. Shepard, wir werden blockiert und überrannt. Ich komme! Beeilung, Shepard! Okay. Ja. Habe ich die Schultern schon wieder verpasst? Danke, Shepard. Was uns da aufgehalten hat, war kein Netz. Das war Reaper-Tech. Wir sind auch reingelaufen. Eigenartig. Die Rachni haben sich für den Moment zurückgezogen, aber sie können unsere Wunden riechen. Jeder gute Feind würde sich neu formieren und uns den Rest geben. Und zwar bald. Wir sind nah dran. Die Barrieren haben geschützt, was hinter dem Durchgang ist. Wir verschanzen uns und legen alles um. Das gibt ihnen Zeit. Viel Glück. Ich brauche kein Glück. Ich habe Munition. Well. Krogana, bereit machen! Was, wenn die Munition ausgeht? Lass uns mal kurz gucken. Ja, ja, gut. Weiter geht's. Mehr Eier. Ganz langsam. Wow. Yep. Was ist das? Also die können da fast aufrecht stehen, also. Oh, hallo. Grant, wir haben die Zentralkammer gefunden. The Queen. Gut. Wir halten ihnen den Rücken frei, Shepard. Also die hätten da locker aufrecht lang gehen können oder zumindest geduckt. Bewegung! Oh no! Wo ist der Schalter? Da. Hallo? Ich glaube wir. Haben Sie verärgert! Whatever.
So. Machen wir da noch eine Dings rein und dann schmeißen wir da noch wieder eine Granate mit dazu. Vielleicht sollten wir die Waffe wechseln. Das bringt da gerade nichts. Wieso kann ich euch nicht mehr aktivieren? Los, wir müssen an diesen Barrieren vorbei. Auf der anderen Seite muss es noch mehr Energieknoten geben. No shit. Oh. Oh shit, das ist ganz schön dicht da. Okay. Okay. Oh, oh, oh. Mann, es kommen immer wieder neue. Ja, ja. Whatever. Mensch, Lin-Lin. Oh, ich hab sie doch erwischt, sehr gut. Ja, 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 whatever. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Das war very close. Oh, das schafft, das schafft. Läuft man da auch mitten rein? Bescheuert ist. Das war mit einer Level 10 Waffe, die nicht kaputt kriegt. One-Shot. Unbegreiflich. Unbegreiflich. Yeah.
ziehen sich zurück. Ein Glück. Was immer sie verschreckt hat, wird nicht lange anhalten. Jo. Bring sie's zu Ende. Verstanden. Hallo. Dear friend. Was zum Teufel? Der unerträgliche Ton ist verstummt. Was sind sie? Die letzte Königin. Wir lauschen den Kindern. Sie sind still. Oh, die Maschinen kommen und nehmen sie mit in den Krieg. Sie sterben allein, schweigend in der Ferne. Haben die Reaper Ihnen das angetan? Ja, ihr schreckender Ton der Maschinen ist überall. Es ist ganz lustig, dass die da jetzt neben den Eiern stehen können, ohne dass sie aufplatzen. Das finde ich toll. Ich lasse sie nach Noveria zurückgehen. Sie haben versprochen, sich nicht mehr einzumischen. Die Rachni sollten verschwinden. Wir haben unser Versprechen gehalten, uns durch das Portal zurückgezogen. Wir haben eine neue Heimat aufgebaut. Wunderschöne Kinder, Harmonie. Aber dann kamen die Maschinen. Sie haben unser Lied gehört. Ihre schrillen Töne haben die unseren verdrängt. Sie tun ihnen nichts mehr. Ja, wir verstehen. Können Sie die Reaper noch spüren? Können die sie beeinflussen? Wir hören sie, aber es gibt keine Kontrolle mehr. Die letzte Fessel noch, dann sind wir frei. Was? Die Kinder kehren zurück. Sie vernichten uns. Befreien sie uns. Wir haben hier Bewegung. Jede Menge Bewegung. Verstanden, Grunt. Können Sie gegen die Reaper kämpfen? Wir hassen die Maschinen. Wir kämpfen für unsere Kinder. Befreien sie uns. Yeah, yeah. Versuch Nummer 2. Sie ist fast hinüber. Sie braucht so viel Zeit für ihre Flucht. Shepard, wenn wir hier bleiben, stirbt die Kompanie Aralak. Haben Sie verstanden? Yes. Hören Sie zu, die Kompanie Aralak hält die Rachni auf, während die Königin entkommt. Wir verschaffen Ihnen Zeit. Grunt, zurück zu unserer Position. Führen Sie uns raus. Verdammt sollen Sie sein, Shepard! Ich verlasse mein Team! Shepard! Das ist ein Befehl. Sie ist zu wertvoll. Wir dürfen sie nicht verlieren. Schon wieder mit einer Pistole, die ich gar nicht mit habe. So, alte Freundin. See you soon. Und jetzt bringen sie uns hier raus. Was eine Shotgun. Wahnsinn. Wäre ganz schön übel, wenn die uns jetzt alle weglasern würden. Ich frage mich, wie diese Rachni aussehen vor der Veränderung durch die Reaper. Ich kenne ja bloß die Drohnen-Rachni. Das Shuttle ist am Ende dieses Weges. Ich halte sie auf. Weg hier, Shepard! War hier keine Interaktionsmöglichkeit? Ist ja eigenartig. Jetzt bin ich dran. Speech.
Bam. Ist schon übel, wie er da reinboxt. Oh no, Grant, nein! Und Shepard ohne einen Kratzer raus. Ja, ja, alles klar. Jo. Grant! Hat jemand was zu essen dabei? Es ist cool, wie Shepard so 400 Kilo Kurgane stützen kann. Ich studiere gerade Ihren Bericht über die Rachni, Commander. Yep. Das hätte ganz schnell kompliziert werden können. Ach so ein Quatsch. Hoffentlich wissen Sie, was Sie da tun. Ein Bündnis mit der Rachni-Königin hat beim letzten Mal nicht geklappt. Ja. Ich vertraue Ihrem Instinkt, Commander. Sie wird uns helfen, Admiral. Jo. Hoffentlich. Ja. Aber wir haben den Nachschub der Reaper mit Rachni unterbunden und zusätzliche organische Unterstützung erhalten. Das ist ein Sieg. Ich muss weitermachen, Commander. Seien Sie vorsichtig da draußen. Hackett Ende. Das Interessante ist, wenn man sie hätte nicht gehen lassen, hätte er genau das gleiche gesagt. Klingt, als hätte ich einen Wahnsinnskampf verpasst. Yep. Es war blutig, Rax. Wir hätten sie brauchen können. Ich war zu sehr mit Reden beschäftigt. Hm. Das ist verrückt. Ein Krieg tobt und ich muss den Frieden bewahren. Ich habe gehört, sie hätten eine Abmachung mit der Rachni-Königin. Wenn die wieder durchdrehen, mache ich sie verantwortlich. Verstanden. Ich habe gehört, Grant ist mit ein paar Kratzern davongekommen. Könnte man sagen. Zusammenflicken und weiterkämpfen lassen. Yep. Hört sich gut an. Ich muss dann wieder. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Blink, 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 blink. Shepard, Tests verifiziert. Synthetisierung für allgemeine Immunität der Kroganer möglich. Yep. Gut, dann nehmen Sie Ihr Messer weg. Ist es fertig? Nein. Übertragungsvektor fehlt. Heilmittel nur sinnvoll, wenn gesamter Spezies verabreicht. Sie haben sie ja auch mit der Krankheit infiziert. Ist das Heilmittel denn was anderes? Nein. Methode möglichst ähnlich halten. Einfachster Weg, Heilmittel rasch zu entwickeln. Grundwasser zu langsam. Freiwillige Impfung riskant. Population zu verstreut für Luftübertragung. Außer, Moment, natürlich. Der Mantel, konstante Verteilung von Luftpartikeln. Von Salarianern zur Reparatur der Atmosphäre von Tuchaka gebaut. Auch von Torianern benutzt. Wir haben damit insgeheim das Genophage-Virus verbreitet und so die kroganischen Rebellionen beendet. Ich wäre vorsichtig damit, wem Sie das erzählen. Manchmal verstehe ich, warum die Kroganer wirklich jeden erschießen wollen. Es waren verzweifelte Zeiten. Ja, ja. Aber jetzt nützlich. Original-Genophage-Stamm noch in Mantelanlage gelagert. Als Übertragungsvektor benutzen und dann über Mantel ganz Tuchanka mit Heilmittel bedecken. Sie kluger kleiner Pijack. Das ist unsere blink, Chance. Blink. Los, machen Sie jetzt alles bereit, Morden. Nein. Ja. Ich muss ja bereit, wenn Sie mich brauchen. Machen. Bin bis dahin mit Eva in Krankenstation. Gut. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Jo, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle und sehen uns dann in der nächsten Folge zu einer, ja, mal gucken, Folge wieder. Also, Dankeschön und Dankeschön? Ja, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!